Willkommen bei Most My Movie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ich wieder hier bin. Und heute machen wir mal wieder Star Wars. Entschuldigung. Von Lego. Also, ein bisschen was habe ich noch. Und dann haben wir es geschafft. Es macht ja auch Spaß. Also, jetzt mal unter uns. Es macht schon auch Spaß, das Zeug aufzubauen. Mal mehr und mal weniger natürlich. Manchmal sind es einfach nur Skizzen, die man aufbaut. Aber an und für sich ist es ganz nett. Ja, also mir macht schon Spaß. So ist nicht. Lego kann schon manchmal was. Und heute bauen wir natürlich von Lego wieder was auf, nämlich den hier, den X-Wing. Ich freue mich tatsächlich drauf. X-Wing ist einer der Schiffe, die ich immer ganz cool fand. Nichts, bisschen was, nichts, ein bisschen was und nichts. Ihr wisst Bescheid. So sieht ein Karton aus. Und die Rückseite natürlich. Ja, ist auf dem Kopf, macht nichts. Ein paar Figuren sind dabei, aber ich freue mich auf das Set. Das ist die 75301, der X-Wing. Ich würde sagen, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Warum wir das machen? Weil ihr bei Mosman Steine gelandet seid. Bis gleich. Ja, wie soll ich sagen? Meine anfängliche Euphorie hat sich in Luft aufgelöst. Aber so richtig in Luft aufgelöst. Ich habe versucht, einen Sticker anzubringen. Einen von, jetzt wartet mal kurz hier, 10, 11, 11. Einen von 11 Sticker. 11 Sticker. Auf jeden Fall wählt ihr die dunkle Seite der Macht, weil die haben keine Sticker dabei. Bislang. Also, der eine ist mir missglückt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Gott sei Dank. Weil das Modell ist, es hat einiges an Farbinterpretation. Möchte man gar nicht glauben, weil an der Skizze ist echt nichts dran. Aber da ist richtig was geboten hier an Farbinterpretation. Läuft. Diese Konstruktion, diese hier, dass die Flügel sich öffnen. Und so, das macht einen hier kirre im Kopf. Wenn man streng nach Anleitung baut und sich nicht verwirren lässt, dann passt sich das. Aber selbst an dieser Konstruktion hätten ein paar Sticker hingehört. Guck mal. Und ja, warum hätten da Sticker hingehört? Weil. Soll ich gleich zum Schiffchen kommen? Ich bin gerade im Flow. Wir machen jetzt zuerst das Schiffchen, oder? Diesmal. Weil das. Das Teil sieht so aus. So. Hier. Da. Das ist eine offene Geschichte. Das ist offen. Da sieht man durch. Es ist einfach.
Es ist einfach so dermaßen hässlich. Diese Skizze ist so hässlich. Und es ist, je mehr man davon aufgebaut hat, umso weniger hat man bekommen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Je mehr man aufbaut, umso weniger kriegt man. Also, ja, und ich dachte hier, cool, da sind so Noppen. Vielleicht kommt da eine Verkleidung drüber, damit man den Rotz hier nicht mehr sieht. Diese mechanische Funktion. Dachte ich, das vielleicht. Vielleicht kommt da noch was. Es kam nichts. Ja? Es kam nichts. Wir haben ein bedrucktes Teil, das Cockpit, das Standard-Cockpit. Man sieht die blauen Pins vorne. Die Antriebe sind nicht in einer Flucht mit dem vorderen. Also so sieht ein X-Wing, verdammt nochmal, der sieht so nicht aus. Ja? Hier, das da. Das da könnt ihr mit Leichtigkeit abmachen. Diesen Vorderschuh. Ist schon klar, dass da eine andere Verbindung hingehört als die. Ja klar, man kann es machen. Man kann es schon so machen, aber es ist halt Schrott. Ja. Und man hat die Flügel, das ist eine Plate jeweils. Also eine Plate-Dicke. Mit ein bisschen Verkleidung oben, bisschen Verkleidung unten und so. Das ist dann schon ganz, ganz okay. Es ist für eine Skizze in Ordnung. Hier vorne ist, das ist so lieblos, einfach nur. Und die Sticker, gehen ja sowieso auf keinem Auge. Grundsätzlich mal, die Form ist ganz nett. Aber ich habe mich halt auf das Ding gefreut und dann, find ich schon ein bisschen enttäuschend. Ich habe wieder ein R2D2. Ja, wir haben wieder ein R2D2. Wir haben den R2D2. Wieder mal. Da sieht man wieder mal, dass der Druck wieder schief ist. Er ist nicht ganz so schief wie beim Millennium Falcon, aber er ist halt schief. Genau. Und da hast du hier den R2D2 und den kannst du dann hier reinsetzen. Ich setze ihn mal rein. Ja, ich setze ihn mal da rein, wo er hingehört. Tut man sich auch ein bisschen schwer. So, der ist jetzt hier oben drinne. So hoch oben ist der nicht. Der ist so hoch oben nicht drin. Der gehört nochmal tiefer rein. Ja, aber wir haben ja hier diese wunderbare Funktion, dass die Flügel aufgehen. Und wenn der landet, guck dir mal, patsch. Wenn der landet, gehen die Flügel wieder zusammen. Es ist ein wackeliges Teil. Es fühlt sich nicht wertig an. Hier unten haben wir ein so ein Ding, das ist verbunden. Das ist wie bei diesen alten Autos, die halt einfach mal, naja gut, das hält nicht so richtig, da tun wir mal so ein Plättchen, tun wir dahin. Genau, das finde ich schon eine harte Nummer hier mit dem. Und dass das halt nicht verkleidet ist. Und man sieht überall die blauen Pins. Und ja, wenn ich ihn hinten anfasse, dann ja, habe ich gerade das Ding hier rausgeruppt. Dass das nicht in einer Flucht ist, finde ich auch nicht schön. Ich habe mich auf das gefreut und das hier sieht auch blöd aus hier. Was sind das für Turbinen? Da hätte man doch auch irgendwas reinmachen können, was schön ist. Oder? Es gibt doch diese Turbinen. Die hatte sogar der AT-ST. Der hatte auch diese Turbinen hinten dran, die bedruckt waren. Die hätte man doch hier reinsetzen können, oder nicht? Nee, konnte man nicht, weil kostet ja Geld. Ja. Seht ihr, ich habe ihn jetzt gerade versucht hochzunehmen und habe schon wieder das Ding hier hinten abgerubbt. Also man kann es hier hinten gar nicht gescheit nehmen, weil das Teil fällt da auseinander. Und es sieht nicht schön aus. Es sieht nicht schön aus, zum Spielen taugt es nichts. Man hat Figuren dabei. Man hat Figuren dabei. Ja, Prinzessin Leia, die reißt nicht raus. Ja? Auch wenn sie so schmunzelt, als würde sie es rausreißen, aber tut sie nicht.
in ihrem Röckchen. Das Kleidchen ist ganz nett gemacht und so. Das ist schon schick. Die Frisur ist auch typisch Leia. Passt. Ups. Und sie hat eine Wumme. Das ist schon ganz gut, dass sie sich verteidigen kann und so. Und wir haben hier noch so einen, wie heißt denn der jetzt? General Dodonna. Der General Dodonna. Der sieht ganz nett aus. Der hat die Frise von Emmett Brown, schätze ich jetzt mal. Also Emmett Brown hatte so eine Frisur. Von Zurück in die Zukunft, für die, die es nicht wissen. Gell? Einen coolen Blaster hat er. Den von Han Solo. Hat er ein Wechselgesicht? Ja, hat er. Er guckt einmal so grimmig. Oh, warte mal, so. Er guckt einmal ein bisschen grimmig und einmal guckt er so. Ja? So ist er. Hinten lächerlich bedruckt. Hätte man sich auch schenken können. Da hätte man nur vorne machen. Aber ist ja schön, dass hinten bedruckt ist. Sorry, ich bin ein bisschen angepisst, weil der X-Wing mich so krass enttäuscht hat, muss ich sagen. Wir haben Luke Skywalker in seinem Piloten-Dingsy-Anzug mit Lichtschwert. Der ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. Der Helm ist cool, hat aber leider kein Visier vorne, aber ich denke mal, dass da dass die Vorrichtung da ist, dass man eins hätte ranmachen können. Aber dafür hat das halt bedruckt. Ich weiß nicht, ob das mal anders war bei den Figuren, aber die Lösung gefällt mir nicht. Sie gefällt mir einfach nicht. Ja, alles in allem. Wir haben hier die 75301, den X-Wing. Den hier. Es ist die pure Skizze. Es hat ziemlich viel Farbinterpretation und es hat Sticker. Wählt die dunkle Seite der Macht, ich sag's nochmal. Genau. Qualitativ ist das alles andere als hochwertig, sage ich. Der Bauchspaß hält sich in Grenzen, weil diese Konstruktion, um das hier machen zu können, ist so dermaßen übertrieben. Einfach nur irgendwie. Und die blauen Pins, guck mal. Es ist für ein Spielset einfach auch zu wackelig, finde ich. Aber vielleicht zum Cha-Cha spielen, Musik spielen. Empfehlung ist nicht raus. Gell? 75301 wird gemieden, ihr Lieben. Weil ich mich schon wieder, ich habe mich ja jetzt schon wieder ärgern müssen. Und wir haben hier einen Luke Skywalker ja am Start, in seiner Pilotenrüstung. Das heißt, beim letzten Mal gab es ein Heftchen. Wir verlosen wieder ein Heftchen. Bei 100, 150 Views. Wenn ihr Hashtag Leia reinhaut. Leia. Hashtag Leia. Bei 150 Views verlose ich ein Heftchen. Damit sich wenigstens einer ein bisschen freut. Okay? Machen wir so. Liken, teilen, abonnieren. Haust rein.